Hallöchen, liebe Freunde und willkommen zurück hier bei Minecraft Sommerland. Yeah. Ja, hier mit den Orks am Start. Heute bin ich mal wieder alleine, ohne den Erik. Und guck mal, man kann hier sehen, was der Erik alles gebaut hat in der Folge von heute. Schön hier im Boden mit so ein paar Fackeln. Könnt ihr euch alles bei ihm anschauen. Und ich baue mal weiter an den Häuschen, denn es fehlt hier ja im Orkland noch eindeutig an Wohngelegenheiten für die ganzen Orks. Und da habe ich mir gedacht, hier in den Berg, das haben nämlich viele von euch in den Kommentaren geschrieben, also einmal generell haben viele geschrieben, dass man ja Ork-Behausungen in die Berge bauen könnte. Und als ich hier vor ein paar Folgen diesen Graben reingezogen habe, durch diesen Berg, da schrieben dann auch nochmal ein paar Leute, mach das doch mal hier rein. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch vielleicht ganz cool. Ich finde hier den linken Berg ein bisschen zu klein dafür. Ich meine, gut, man könnte den ganzen hier oben dann noch mit reinnehmen. Aber ich probiere es erstmal bei dem hier drüben. Und ich finde aber auch, wir müssen den Gang hier noch ein bisschen breiter machen. Denn ich würde gerne hier dann in diese Wand rein eine Tür und Fenster und so weiter machen. Und da finde ich das irgendwie als Straße vor dem Haus noch ein bisschen eng. Deswegen, upsa, mache ich gerade mal noch so ein, zwei Reihen hier weg einfach. Zack, zack, zack. Ich hoffe, das geht schnell. Ja, ich fange einfach unten an. Ja, so. Ja, und zu diesem Käfig da oben auf dem Berg, den hat man eben auch mal wieder kurz gesehen. Den, also es sollte ja das Haus des Häuptlings werden. Da wissen wir aber jetzt noch nicht genau, ob es das wirklich wird. Weil als wir es dann gebaut hatten, haben wir schon gedacht, es sieht auch so ein bisschen aus wie eine kleine Kampfarena. So ein kleines Kolosseum. Man könnte also auch sowas daraus machen. Wo man dann, ja, entweder Gefangene oder so Gladiatoren gegeneinander kämpfen lässt. Oder, ja, was man so will. Kann man sich nur überlegen. Also das Ding da oben meine ich. Oder man kombiniert es, dass quasi der Häuptlingspalast da oben drauf kommt und da unten drunter ist quasi so eine Kampfarena. Das heißt, der Häuptling könnte, weiß nicht, einfach Leute da reinschmeißen und die fallen dann durch ein Loch eben in diese Arena da rein und müssen dann da kämpfen gegen Monster oder gegen Ork-Champions. Ja, irgendwie sowas. Überlegen wir uns noch. Ihr könnt ja gerne mal auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So eine Kombination aus beidem oder einfach nur eine reine Kampfarena. Und dann machen wir das Häuptlingsding vielleicht woanders hin. Wobei der Platz für den Häuptlingspalast schon ziemlich gut gewählt ist, finde ich, weil das einer der höchsten Berge ist hier in dem Gebiet. Und der König, der muss ja eigentlich immer am höchsten sein. Wobei wir da auch die Diskussion hatten, ja, ist der Häuptling jetzt am höchsten oder die Kuvulka, die ja, naja, auch so ein bisschen spirituelles Zentrum von den Orks hier ist, könnte man so sagen. Und da ist immer die Frage, ja, was ist jetzt wichtiger, die geistlichen oder die weltlichen Herrscher hier? Hier bei den Orks, sind die besonders religiös oder nicht? Kommt es nur auf Stärke an? Das müssen wir uns mal überlegen. Aber eigentlich so viel Religiosität passt jetzt auch nicht unbedingt zu den Orks. Also die haben zwar in fast allen Universen, die ich so kenne, auch Schamanen und so. Aber richten jetzt nicht ihre ganze Kultur darauf aus. Aber ich meine, wir könnten es natürlich auch anders machen. Ist ja unsere Entscheidung, sind ja unsere Orks. Und die sollen ja auch nicht so sein wie jetzt bei Herr der Ringe oder wie bei, weiß ich nicht, WoW oder Warcraft oder was auch immer. Man kann sich natürlich daran orientieren. Aber wir machen natürlich auch gerne unser eigenes Ding. Oh, das ist auch geil mit dem Mond jetzt hier dazwischen. So, und jetzt mit bisschen mehr Platz gefällt mir das schon besser. Ich könnte fast noch eine Reihe wegnehmen. Ja komm, das mache ich noch schnell. Und ich glaube, wir müssen den Berg rechts dann auch noch ein bisschen künstlich vergrößern, damit da auch eine komplette Wohnung reinpasst. So.
Ja, und dann müssen wir uns mal überlegen, was in die Org-Behausung rein soll. Ich hatte ja auch bei dem Haus da hinten nur mal so ein bisschen angefangen. Aber da war mir auch schon aufgefallen, so ein Org, der braucht eigentlich gar nicht viel. Braucht irgendwas, wo er sich was zu essen machen kann. Und ja, so ein paar Waffen. Und besonders viel Freizeitbeschäftigung, außer hier an dem Orkgebiet arbeiten und kämpfen und so eben der typische Ork sein, machen die ja auch nicht viel. Also die lesen jetzt nicht unbedingt ein Buch, würde ich zumindest sagen. Und naja, ich meine, andere Beschäftigungsmittel gibt es jetzt auch nicht unbedingt zu der Zeit hier. Deswegen haben die ja auch sowas wie Kampfarenen, ja, wo man sich dann angucken kann, wie Leute gegeneinander kämpfen und sich die Köpfe einschlagen. Sowas in der Art. Und dann wird mal irgendeiner von den anderen Völkern gefangen genommen und ist hier ein paar Monate in Haft bei den Orks. So ein Elf oder so, den holen wir uns mal. Bin ich immer gespannt, wie das wird mit den Custom-NPCs. Die wollten wir auch noch einrichten. Dann wird die Welt ja richtig lebendig. So, und jetzt fange ich mal hier an. Also gehen wir mal davon aus, wir haben hier unten einfach eine Tür. Ich ziehe jetzt mal einen Gang rein. So, und wie dick soll die Wand hier vorne sein? Eigentlich nur eins am besten, damit wir auch Fenster reinmachen können. So, jetzt brauche ich mal am besten direkt eine Fackel. Oder ich nehme mal einen Nachtsichttrank. Ja. Zack. So, wie gesagt. Ein Stein nach vorne. Das ist unsere Wand. Und hier drin muss alles weg. Ich mache da natürlich auch wieder Stockwerke hier rein, aber jetzt haue ich erstmal alles weg. Oder? Ich könnte es eigentlich auch direkt so machen. Dann hau ich erstmal nur nach hinten weg. Und dann bin ich gleich mal gespannt. Soll natürlich nicht so aussehen wie bei der Hobbit oder so. Aber da wir auch keine runden Fenster haben, geht ja auch ein bisschen schwer. Zumindest in so kleinem Maßstab. Sollte das auch nicht unbedingt so aussehen, denke ich. Ja, und dann müssen wir schon wieder neue Sachen überlegen. Hier nach den Häuschen und dem Häuptlingspalast. Wir haben ja hinten die riesen Schlachterfabrik, so haben wir sie ja genannt. Wo noch einige Maschinen reinkommen werden. Da können wir theoretisch ewig dran bauen. Wir haben nämlich noch nicht gesagt, wie viele Stockwerke die haben soll. Können wir beliebig erweitern. Ich meine, irgendwann wird sie auch zu hoch, ist klar. Dann sieht es doof aus. Aber so 6-7 Stockwerke gehen bestimmt. Da haben wir wieder das Problem, was ich eben angesprochen habe. Es darf natürlich dann nicht höher sein als der Palast des Häuptlings. Ne? Alles muss seine Ordnung haben. Aber zur Not kann man sowas ja auch nochmal irgendwo hinbauen. Und, ach so, einige haben euch auch gefragt, ob wir zu der Pferdepresse noch ein Tutorial-Video machen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, aber ich denke, diese Woche kommt das vielleicht. So wie bei der Kuhwulke auch, damit die Leute, die sich das nochmal ganz in Ruhe anschauen wollen und das nachbauen möchten, auch die Gelegenheit dazu haben, weil wir im Let's Play auch dann zu zweit daran gebaut haben und dann sieht man ja nicht immer alles oder müsste sich das irgendwie aus mehreren Perspektiven dann so zusammenreimen und ja, da wir eh wissen, wie das geht und das auch gerne machen, hauen wir einfach nochmal so ein Video raus. Und sobald es geht, wie gesagt. So, jetzt haben wir ja eine Hälfte offen. Ist die Frage, wie weit gehen wir überhaupt hier rüber? Und wie weit können wir nach hier? Auch erstmal ein kleines Stück. Ja, doch. Dann machen wir hier auch noch auf.
Und ich denke mal, ich mache das dann hier von außen, so wie das andere Haus. Das heißt, ich verkleide das dann wieder mit der... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher Stein das war. Kohle war das nicht, ne? War das Grundgestein? Warte mal. Ah ja, doch. Das war Grundgestein. Ja, das mache ich außen drum rum. Ziehe wieder so eine Schicht drüber, dass das Ganze schön schwarz ist. Oh, mein Trank geht leer. So. Muss eigentlich mal zählen, wie weit ich hier raus kann. Da kommt schon Erde. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass da Schluss ist. Ah, ist doch mehr als ich gedacht habe hier. Vielleicht hätte ich auch sprengen sollen, fällt mir da ein. Ach komm. Ich pack nochmal ein kleines Dynamit aus. So, TNT und Feuerzeug. Haben wir alles? So. Setze ich das mal hier rein und guck, was passiert. Ja, doch, nach hinten brauchen wir auch noch ein bisschen. Soll ja auch nicht zu klein werden, das Haus. Das andere war mir ja ein bisschen zu klein dann im Endeffekt, das da hinten, was wir schon haben. Naja, ob das viel schneller geht, weiß ich jetzt auch nicht. Ein bisschen vielleicht. Ja, hier hat es ganz gut geklappt. Machen wir das nochmal. Ups. Ja, genau, das sollte nicht passieren. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen das dann einfach mit Grundgestein wieder zu. Müssen wir den Berg natürlich dann auch wieder nachbauen. So ein bisschen zumindest. Aber das geht schon. Da sollt ihr nicht hin. So, 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 so. Oder soll ich das nachher machen? Ne, ich mach das jetzt schnell. So, haben wir die Seite wieder zu. Machen wir dann auch noch was schicker. Hier vorne nehme ich aber jetzt schon erstmal wieder die Steine. Steinblöcke schön, ja. Damit es ein bisschen einheitlich aussieht. Könnte man natürlich auch alles aus Grundgesteinen machen. Mache ich vielleicht auch noch. Aber die Vorderseite bleibt jetzt erstmal so. Sieht halt jetzt hier mit dem Übergang noch nicht so pralle aus. Aber geht. Geht erstmal. Komm, die tauschen wir noch schnell aus. Ja, und so machen wir das dann komplett außenrum. Ne, einfach, dann gehe ich wieder hin und setze einfach überall einen drauf. Da jetzt nicht unbedingt, so, sondern eher so. Und dann sollte das ja am Ende genauso aussehen wie das Haus da hinten. Schwupps, ja, das könnte cool werden. So machen wir das. Aber erstmal wieder hier rein. Wir sind ja noch nicht fertig. Würde gerne wenigstens so grob das Innending hier fertig haben. Dass wir beim nächsten Mal quasi dann die Einrichtung machen können. Ah, hier die Säule brauchen wir scheinbar. Die dürfen wir nicht nochmal wegmachen. Ups. Ups. Wieder alles weg. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie weit die anderen so gekommen sind. Da war ich jetzt auch schon ein paar Folgen nicht mehr. Ich habe gesehen, der Tobi hat schön so einen Totenkopf da bei sich gebaut, wo er auch die ganze Zeit schon von geredet hat, dass das unbedingt sein muss. Ist echt cool geworden. Und ja, bei den Elfen ging es auch voran. Der Sarazar hat mit der Wüstenstadt angefangen. Und ja, wir wollten uns ja auch mal anschauen, was die anderen Let's Player mittlerweile so gebaut haben.
die jetzt noch nicht mit uns im TS waren, sind ja auch mittlerweile noch ein paar. Und das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Also, das müssen wir uns unbedingt bald mal angucken. Werde ich mal mit Erik irgendwie was ausmachen. Vielleicht schreiben wir die dann einfach mal an. Und dann kann man vielleicht ja auch mal eine Runde zusammen im TS aufnehmen oder so. Zumindest brauchen wir mal die Koordinaten von denen, dass wir uns das auch anschauen können. Ich weiß nämlich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht, wo die alle sind. Ja, aber wäre ja sicher cool. Und man kann natürlich auch dann bei denen einfach die Folgen anschauen. Ihr könnt das schon mal machen. Bis dahin. Denn die nehmen ja auch alle auf. Und ich werde auch nochmal gucken, dass wir die in der Videobeschreibung alle verlinken. Ist jetzt gerade, glaube ich, auch noch nicht so. Ich weiß aber auch, es kommen auch ständig Leute dazu immer noch. Da muss ich den Tobi nochmal fragen, der hat so ein bisschen den Überblick, wer jetzt eigentlich gerade alles am Start ist. Und ja, genau. Dann ich mache das in die Videobeschreibung oder wir sagen das nochmal in der nächsten Folge. Damit man auch mal irgendwie so einen Eindruck bekommt, wie groß Sommerland mittlerweile ist und wie weit es schon gekommen ist. Und ja, wer hier so in der Welt lebt, denn das sagt ja auch viel so über die Welt aus, nicht wahr? So. Wir haben jetzt hier einfach mal so einen Raum. Der ist eigentlich ganz cool. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich reiz die Höhe jetzt einfach auch mal kurz aus, so weit wie es geht. Ja, hier kommt schon Erde. Dann war's das wohl. Ups, ja, hier ist offen. Ja, und sonst so, WM ist ja heute auch. Und das Deutschlandspiel, da bin ich mal gespannt, wie die Jungs sich so schlagen. Sind ja leider einige Verletzte. Das mit Marco Reus zum Beispiel finde ich ein bisschen schade, weil das echt ein super Fußballer ist, super Sportler und auch ein netter Typ. Und dem hätte ich es echt gegönnt und ich glaube, der wäre eine echte Bereicherung gewesen für die Mannschaft. Schade, schade ist das. Ich meine, haben noch genug andere im Mittelfeld, ne? Mario Götze und so, die machen auch einen super Job da. Von daher ist das jetzt kein Weltuntergang. Aber er ist ja auch nicht der Einzige, ne? Manuel Neuer war auch angeschlagen, bin ich mal gespannt. Nicht, dass der nochmal einen abkriegt irgendwann und dann ganz raus ist. Und ja, Portugal ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Da haben wir zwar die letzten Spiele, gerade bei den großen Turnieren, immer gewonnen, aber das kann natürlich immer eng werden. Cristiano Ronaldo ist richtig gut in Form im Moment, muss man sagen. Und ja, der reißt schon auch mal was raus. Ups. Ja, und man kann ja auch, man hat ja auch gesehen, bei dem Spiel da, Holland gegen Spanien, kann ganz schnell vorbei sein. Also, was heißt vorbei? Es kann ganz schnell anders sein, als man denkt. Vorbei ist es ja noch nicht für die Spanier. Aber sie haben es ganz schön schwer jetzt, müssen die anderen Spiele gewinnen. Und das hätte man ja schon so nicht gedacht, also ich zumindest nicht. Mann, ich mache hier Blödsinn. Als Weltmeister und Europameister, ne, da kann man schon einiges, will man zumindest meinen, ne, und dann so weggeputzt zu werden von Holland, 5:1. Jetzt haben natürlich alle Angst vor den Holländern. So. Können theoretisch ja noch höher, ne? Ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, wir machen hier 2 Stockwerke rein, oder? Was meint ihr? Ja, machen wir. Kann man dann hier noch alles ausreizen? Ja, und apropos Fußball,
Wir haben auch so ein kleines WM-Video mit ganz viel Fußballstickern gedreht bei unserem anderen Kanal Circle of Alchemist. So ein bisschen Fußballspaß, bisschen Gelaber und so. Falls ihr noch ein bisschen mehr in der Richtung hören wollt, könnt ihr ja da mal vorbeischauen. Kam gestern raus. Und da gibt's auch einen lustigen Alchemisten-Dance. Könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. War unser Special für 50.000 Abonnenten auf dem Kanal. Und ist, finde ich, ganz lustig geworden. Schaut's euch doch mal an. Wissen ja, glaube ich, auch viele nicht unbedingt, ne? Also es kommen ja auch ständig neue Leute hier bei Slay Massive dazu, dass wir eigentlich vorher noch einen anderen, also was heißt eigentlich, wir haben noch einen anderen Kanal und den hatten wir auch vor dem Slay Massive Kanal. Und zwar Circle of Alchemists, da machen wir Musik hauptsächlich zumindest und auch so allerlei lustige Videos. Also ja, quasi alles, was so nicht mit Gaming zu tun hat. Wobei wir auch immer mal beides kombinieren, wenn sich das anbietet. Na, das war blöd. Ja, und wenn euch sowas interessiert, also ein bisschen mehr Real-Life-Zeug von uns, dann ist das genau der richtige Kanal. So, und ich würde sagen, wir beenden die Folge mal an dieser Stelle. 20 Minuten sind schon wieder rum und wir haben den Berg hier ausgehöhlt. Ich werde jetzt beim nächsten Mal noch hier ein, ja, so einen Boden, eine Decke reinziehen. Decke oder Boden, je nachdem. Von unten ist es eine Decke, von oben der Boden. Dann machen wir noch ein Treppchen hier in das zweite Stockwerk und dann, ja, Fensterchen hier rein, wie gesagt, so. Mit Gitterstäben auch wahrscheinlich und irgendwie mit Fackeln dahinter oder so, dass das von außen cool aussieht. Und dann kann man hier nach hinten noch ein bisschen weitergehen. Ich hatte auch überlegt, vielleicht den Berg hier oben, da die Spitze noch etwas größer zu machen. Könnte man sogar noch ein drittes Stockwerk da reinbauen. Ja, und hätte so eine bergige Ork-Behausung. Hier mitten im Dorf. Ist auch ganz gut angeschlossen mit der Brücke und so. Ja, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter mit der Innenausrichtung und der weiteren Vergrößerung und so weiter und so fort. Und ich freue mich schon drauf. Macht's gut, bis dahin. Ja, das war wieder eine Folge von Minecraft Sommerland, wo wir heute mal wieder ein Häuschen gebaut haben. Ich war mal wieder hier alleine unterwegs. Der Erik macht weiter in der Schlachterfabrik und ich sorg für Häuschen, damit die Orks auch mal ja, ordentlich schlafen können. Ne? Man weiß gerade gar nicht, wo wohnen die so? Schlafen die unter der Brücke? Oder haben die sich irgendwie es in den Büschen und Bäumen bequem gemacht? Man weiß es nicht. Deswegen, die brauchen ganz dringend Häuschen. Ich kümmere mich drum. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Ciao.